Wir legen los. Hier an Tisch Nummer 25, ein Livestream-Tisch. Ein Traummatch gleich zu Beginn dieses fünften Tages der German Tour. Der mehrfache deutsche Meisterschaftenteilnehmer Thomas Arnold gegen keinen geringeren als der mehrfache German Tour-Gewinner Christian Reimering. Ein Riesenapplaus. Am Center Court jetzt hier, Tisch Nummer 26, der Bundesligaspieler aus Wolfsburg, Fethem Hazarati, gegen eine Legende. Gegen einen Spieler, den wir alle kennen. Gegen einen Mensch, der für mich die Billardszene der letzten 20 Jahre mitgeprägt hat. Der mehrfache Mosconi Cup Teilnehmer, höchstpersönlich hier bei uns in Darmstadt, Toni Drago. Allen guten Stoß. Dankeschön fürs Zuhören. Regeln sind folgendermaßen, damit wir das auch mal kurz geklärt haben. Die Kugeln werden in der Reihenfolge ihrer Werte versenkt, von 1 bis zu 10. Genauso ist das ja im neuen Ball auch, nur halt eben 1 bis zu 9. Wesentlicher Unterschied ist, dass wir hier im Ansage, es ist ein Ansagespiel, 9 Ball ist kein Ansagespiel, 10 Ball hingegen schon. Das heißt, Glücksstöße gibt es hier nicht. Gibt es jetzt quasi in der Klasse, in der wir hier spielen, beim neuen Ball auch höchst selten. Gab es mal so, naja gut, ich sag mal in den 3-4 Tagen, die wir jetzt berichtet haben, vielleicht 5 Stück. Und ja, im 10 Ball sind die halt nicht quasi gestattet, weil alles angesagt werden muss. Die Push-Out-Regel, die wir schon öfter erklärt haben und auch heute noch erklären werden, gibt es genauso beim 10 Ball auch. Ein großer Unterschied ist der Aufbau der Kugeln. Wir haben einmal eine Raute beim 9 Ball und ein Dreieck beim 10 Ball. Dementsprechend reagieren auch die Kugeln anders. Wer sich mit sowas mal beschäftigt hat, ja, ist eine physikalische Sache, der wird feststellen, dass eine Raute, wenn sie auseinandergestoßen wird, anders reagiert als ein Dreieck. Man muss ganz andere Sachen beachten. Andere Kugeln werden ja, versucht zu versenken beim Break. Beim 9 Ball sind es immer die Flügelbälle von der Raute links und rechts. Beim 10 Ball sind es mehr oder minder die zwei Kugeln hinter der 1. Im Dreieck
die in die Mitteltasche befördert werden sollen, zumindest eine davon. Also es gibt Möglichkeiten, schon ein bisschen Kontrolle auszuüben beim Break. Aber das ist eine Kunst und eine Wissenschaft für sich. Muss man sich schon mit beschäftigen. Das geht nicht einfach so, indem man draufhaut. Da muss man schon mehr Kriterien erfüllen. Am Nebentisch haben wir übrigens auch im zweiten Stream eine sehr gute Partie. Da haben wir den Christian Reimering. Der war gesetzt für die Zwischenrunde aufgrund seiner German Tour Ranglistenposition und steigt heute ins Geschehen ein. Und er müsste spielen gegen Thomas Arnold, ist das richtig? Wenn ich ihn so aus der Ferne anschaue, ich sitze jetzt nicht direkt am Tisch, sehe ihn quasi nur von der Seite, mehr oder minder. Kurz noch ein paar Worte zu den Spielern, darüber haben wir noch gar nichts verloren. Fangen wir mal mit dem Fiti Mharadinaj an, der ist jetzt gerade am Tisch. Der spielt für den PBSG Wolfsburg. Zweite Bundesliga Nord. Hier sehen wir es auch auf dem Rücken stehen, Wolfsburg. Ja, zweite Bundesliga, also schon ein sehr qualifizierter Spieler. Hat auch mal bei den deutschen Meisterschaften einen Bronzerang belegt. Hat, ich meine, das war bei den Stuttgart Open. Kann mich dabei auch täuschen, das habe ich jetzt im Kopf. Eine vordere Platzierung erzielt war dort, meine ich, Dritter, und zwar im Jahr 2014. Kann mich dabei auch täuschen, korrigiert mich bitte, wenn ihr es besser wisst zu Hause. Das war jetzt hier aus dem Kopf heraus, ich konnte mich jetzt vorher nicht bei den Spielern informieren. War ein bisschen geordnete Hektik heute Morgen und da gab es dann keine Möglichkeit mehr zu Gesprächen mit den jeweiligen Spielern. Beim Fitim weiß ich halt das jetzt quasi aus dem Kopf heraus. Beim Tony Drago ist es etwas einfacher, weil der international schon lange, lange unterwegs ist. Der ja zu den Eurosport-Übertragungen Snooker in den 90ern, wer da schon Snooker geschaut hat, sicherlich wesentlich weniger Leute als heutzutage. Der kennt den Namen Tony Drago, der war damals steter Gast bei den Übertragungen, war einer der Top-Spieler, Top 16.
in der Weltelite und natürlich dementsprechend oft im Fernsehen auf den Turnieren zu bewundern. Hat dann zwischenzeitlich mal ein bisschen das Poolbillard-Spiel forciert, Anfang des Millenniums, und da auch erfolgreich gewesen, Weltmeisterschaft gespielt, gute Platzierungen erreicht, Nominierung zum Moscone Cup gespielt, unter anderem auch auf Malta in seiner Heimat und auch in Las Vegas, legendär seine Duelle mit, ja, Rededuelle mit Earl Strickland. Ja, da sind die beiden aufeinander getroffen. Die passen schon so ein bisschen zusammen, da geht Dampfplauderer, da wird auch mal ein Spruch losgelassen. 1-1 steht's, genau, das wird jetzt dann noch korrigiert an der Anzeigetafel. Ja, aber letztendlich, ich habe den Tony Drago im Interview gefragt, wer uns schon seit den Anfängen der German Tour Finals, des German Tour Finals zuschaut, wird den Tony Drago im Interview gesehen haben. Ich habe ihn gefragt, ja, was ist denn nun eigentlich dein Spiel, Snooker oder Pool? Und er sagt, ja, ist schon Snooker, ich spiele seit über 40 Jahren und das wird immer die große Liebe bleiben. Poolbillard ist nice und toll und auch er findet hier das German Tour Finale entsprechend großartig. Also auch so ein Spieler hat schon viel gesehen, sagt aber auch, alles wunderbar organisiert. Die Tribünen, der Center Court, die Kleinigkeiten, die man jetzt hier im Stream nicht sieht, die alle dafür sorgen, dass es für alle Sportlerinnen und Sportler angenehm ist. Auch das ist für einen Tony Drago nichts Alltägliches. Und dementsprechend hat er sich wohlwollend über unser Turnier hier geäußert. Aber wie gesagt, letztendlich ist Tony Drago ein Snookerspieler und macht hier wieder mal einen Ausflug zum Pool.
Nur kurz als Info für alle. Wir haben hier noch ein kleines Tonproblem intern. Wir haben hier einen Beamer stehen. Und dieser Beamer ist aus unerklärlichen Gründen jetzt auf laut gestellt, sodass man mich hier überall im Saal hört. Was natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung ist. Ich weiß nicht, wer den seit gestern auf laut gedreht hat. Das ist mir ein Rätsel. Auf jeden Fall wird gerade probiert, den jetzt wieder auf leise zu stellen, damit halt eben im Saal nicht mehr meine Stimme zu hören ist, was ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung ist. Also ich schalte mich dann wieder mal kurz ab und warte auf ein Go. So, bin wieder da. Ich darf wieder was sagen. Es steht 2-2. Toni Träger am Tisch. Löst hier wunderbar 6 und 7 auseinander. Nimmt eine lange Stellung auf die 5 in Kauf. Oh, da läuft die Weiße eventuell ein Ticken zu weit. Nee, passt. Sogar ideal. Sehr schön. In Windeseile geht's dahin. Und 3-2 für Toni Drago.
schneller als man gucken kann, geht es schon wieder dahin. Wir sind schon wieder bei der 6. 7, 8, 10. Einmal vermutlich ein Pendler, lange Wanne, lange Wanne. So würde ich ihn spielen und so macht das auch der Tony Drago. Schöner Winkel, um auf die 10 zu stellen. Da steht es 4-2, wenn der Tony Drago nicht mal zuckt. Das kommt ja auch bei ihm öfter mal vor, dass er so Bälle verschießt, wo man nie denkt, dass er die verschießen könnte. Er ist ein bisschen leichtsinnig, aber das haben wir heute jetzt noch gar nicht beobachtet. In der Vorrunde gab es mal so ein, zwei Bälle, wo man gedacht hat, wie geht das? Wie kann er den verschießen, nachdem er jetzt hier so sensationell gespielt hat? Aber das ist ihm heute noch nicht passiert. Also er ist sich auch der Wichtigkeit bewusst, dass man hier ja, bei der German Tour im Finale doch irgendwelche Leichtsinnsfehler doch tunlichst vermeiden sollte. Hier haben wir Real Life im Bild, zusammen mit Blue White Ball, Billard TV. Diejenigen, die uns den wunderbaren Livestream zur Verfügung stellen. Wenn ihr euch für die weiteren Resultate interessieren solltet, da gibt es unter germantour.net gleich auf der Startseite einen Button mit Resultaten und da kann man draufklicken und dann findet man auch recht leicht die Finalrunde, beziehungsweise Zwischenrunde heißt es ja. Und dort gibt es einen Live-Score. Interessant ist da zum Beispiel Christian Reimering am Nebentisch zu sehen, auch im Livestream 2, 3-0 vorne. Holger Gries gegen Marcel Spann, 2-2 derzeit hier. Jörn Kaplan liegt gegen Heiko Müller zurück, 1-2. Da haben wir noch Thomas Schlegelmilch recht weit voran im Ranking. Gegen Oktay Perot, 1-0, noch nicht viel passiert. Thomas Lüttich, der hier eine Art Comeback feiert, der ehemalige Nationalspieler und Jugendchamp und ja, viele Bundesligaspieler führt 3-0 gegen Dirk Müller. Florian Hammer in seiner unnachahmlichen Art jetzt schon 5-1 vorne gegen Oliver Bayer. Einer, der von der Schnelligkeit mit dem Tony Drago locker leicht mithalten kann. Sebastian Ludwig, eigentlich nicht so der Schnellste, führt gegen Martin Stenger 4-0. Und hier ist auch schon einiges passiert. Ansonsten hält man sich doch sehr bedeckt mit den Ergebnissen. Ralf Eckert 1-1 gegen Thomas Strogarek, also da sind noch keine großartigen Entscheidungen gefallen. Raphael Wahl 6-0 gegen Markus Schöninger, schon fertig. Genauso wie Can Salim gegen Christian Prager 6-0. Da höre ich auch gerade schon, dass das die nächste Partie sein wird. Raphael Wahl gegen Can Salim, also zwei Youngster, zwei 18-Jährige jetzt.
Als nächstes hier auf dem TV-Tisch. Kann man sich schon freuen. Shahin Salim gerade jüngst Meccas Ulm Open gewonnen. Ein großes Turnier mit 256 Teilnehmern. Rockstar Classics, Rockstar Cup in Meccas Ulm, das traditionelle Weihnachtsturnier. Und Raphael Wahl, deutscher Meister geworden im November in der Disziplin 9-Ball. Hier geht es jetzt in 10-Ball zur Sache, aber auch da ist der Raphael natürlich bärenstark, genauso wie Shahin Salim. Wird eine spannende Partie. Der Gewinner ist bereits für die Endrunde qualifiziert. Drago nutzt weiterhin jede sich bietende Chance. Keine Schwäche zeigt er. 5-2. So, 5-2 haben wir. Bei unserer Anzeigetafel steht es drin, auf dem Notebook noch nicht ganz. Das wird sicherlich gleich ergänzt. Aber hier die von Bernd Schmutz bereitgestellte Anzeigetafel ist aktuell. Und Tony Drago auf dem guten Wege, jetzt hier die Partie zu beenden. Problematik ist jetzt die Stellung auf die 4. Wenn die an der 9 vorbeipasst, ist alles gut für den Malteser. Wenn nicht, muss er nochmal arbeiten und genau so ist es. Sie geht nicht vorbei, aber Stellung Mittelloch nahezu perfekt. Ein bisschen gerader hätte es noch sein können. Deswegen geht er jetzt auch einen Umweg über die kurze Bande, aber auch das irgendwie mit aller Leichtigkeit. Ein bisschen kurz. Und ich denke mal, dass er selbst der Tornado jetzt hier mal mit einem Safe aussteigt. Oder? Ja, tatsächlich. Er steigt mal mit einem Safe aus. Will also die Partie jetzt hier möglichst wirklich sicher beenden und nichts mehr riskieren. Richtige Strategie. Quasi zwei Möglichkeiten jetzt für den Fitim Haradinaj aus dieser Sicherheit rauszukommen. Einmal über zwei Banden und einmal über eine Bande. Er macht es über zwei Banden, kurz lang. Angesagt hat er für meine Begriffe nichts, ich habe nichts gesehen. Jetzt lass uns mal überraschen, die ist nämlich jetzt gefallen. Er spielt weiter, also habe ich die Ansage wohl verpasst. Weil es ja ein Ansagespiel. Und es war auch richtig, da auf jeden Fall was anzusagen, weil kann ja immer mal passieren. Wenn er es nämlich jetzt nicht angesagt hätte, wäre er nicht mehr am Tisch. Und Tony Drago könnte das Feld übernehmen.
Ja, und immer wenn ich so einen Ball sehe, dann fällt mir das Kapitel Der Ball danach ein, aus dem Buch von Ralf Eckert, Die letzte Freiheit, wo sich ein Kapitel um ja, den Ball danach dreht. Gemeint ist damit, man hat einen Riesenball gespielt, wie jetzt der Fitim Haradinaj, als er aus der Sicherheit rausgekommen ist und die 5 ins Mittelloch versenkt hat. Ja, aber letztendlich unterm Strich ist es auch nur ein versenkter Ball. Und man muss sich wieder auf die neue Aufgabe konzentrieren. Und das ist manchmal schwer. Und das ist jetzt auch dem Fitim Haradinaj passiert, hat die 7 verschossen, wobei die auch nicht leicht war, muss man sich auch dazu sagen. Trotzdem, er hat sie nicht gemacht und musste das den Tisch an den Toni überlassen, der wiederum aber seinerseits auch ausgelassen hat. Und jetzt geht es dahin im Sicherheitsspiel. Hinter die 10 ist die Übung. Ein bisschen zu weit gelaufen. Eine Wanne ist angesagt, ja. So war es wahrscheinlich nicht geplant über die 8. Und ja, weiß gar nicht, wie der Fitim Haradinaj jetzt da reagieren soll. Auf der einen Seite eigentlich eine kleine Entschuldigung fällig, weil es ja nicht so geplant war. Auf der anderen Seite ärgert er sich natürlich, dass die 8 jetzt hinter die 10 gerollt ist und er keine offensive Fortsetzung findet, sondern nur eine defensive. Nämlich weiß hinter die 10, was ihm nicht glückt. Aber gut, die 8 liegt an der kurzen Bande, recht tot. Auch nicht geglückt, das Safe ist jetzt, naja, immer nur Safe-Versuche, keine wirklichen erfolgreichen Versuche. Fitim Haradinaj hat eine Bande Mitte angesagt und natürlich im Hinterkopf, dass die Weiße über lange Bande, kurze Bande hinter die 9 läuft. Wenn die 8 fällt, kann er die 9 dann trotzdem spielen, wenn die 8 nicht fällt, oft da auf eine Sicherheit. Perfekt ausgeführt. Bisschen weit gelaufen, aber schon eigentlich schon wieder so weit, dass er jetzt die 9 diagonal spielen kann. Hat er auch angesagt. Fällt. Entschuldigt sich. War schon sehr, sehr, sehr knapp. Toni nimmt es mit Humor. Und 3:5 Anschlusstreffer. Könnte nochmal spannend werden, die Partie. Apropos spannend, dann schauen wir doch mal, was gerade spannend ist hier. Der Jörn Kaplan ist 3:2 in Führung gegangen gegen Marcel Spann gegen Holger Gries, 3:3. Christian Brehme, 5:1, klare Sache gegen Uwe Kaiser. Ein Spiel fehlt ihm noch. Mike Grützner, auch Wolfsburg. 4:2 vorne gegen Christian Engel. Mirko Albrecht, 6:0 gegen Nico Seidler. Also, na, oh, gibt es ein paar klare Ergebnisse. Thomas Lüttich 4:0 vorne mittlerweile. Michael Götz 3:0 vorne. Michael Götz aus Gera. Weiß ja nicht, wo der jetzt spielt, aber jetzt immer noch in Gera spielt. Glaube nicht. Bin mir nicht sicher. Gegen Dietmar Pitz 3:0.
Florian Hammer hat seine Partie beendet, 6-2 gegen Oliver Bayer hier vom BSC Darmstadt, vom Gastgeber. Genauso Sebastian Ludwig durch, 6-1 gegen Martin Stenger. André Obst, der einst gegen Nick Vandenberg 2014 die deutsche Mannschaftsmeisterschaft entschieden hat, als er den Niederländer ganz überraschend geschlagen hat. Und damit für ein 4-4 des BSV Wuppertal gegen Straubing gesorgt hat. Und dadurch wurde Oberhausen Meister und nicht Straubing. Jener André Obst jetzt gegen Michael Haag vom PPC Gelnhausen, hier aus Hessen 2-2. Klaus Schumacher aus Siegen gegen Raven Sevens 2-2. Ralf Eckert liegt zurück, 1-2 gegen Thomas Strogarek. Ein paar Ergebnisse gehen uns ab, weil wir spielen ja hier auf zwei Stockwerken und im oberen Stockwerk ist alles mit Notebook und Livescore. Im unteren Stockwerk wird noch per Hand gearbeitet, deswegen sind da auch keine Ergebnisse, falls ihr auch mal schauen wollt. Bisschen abgerutscht, der Fee-Team, da wollte ein besseres Ergebnis erzielen, der wollte nämlich über die lange Bande wieder Richtung Tischmitte und die 3 dann in das Eckloch, da wo er jetzt in der Nähe steht, versenken. Dadurch, dass er abgerutscht ist, hat er das Ergebnis bei weitem verfehlt und bearbeitet jetzt auch nochmal das Leder seines Kurs, damit da die Kreide auch wieder besser haftet. Das ist eigentlich nur eine Vorsichtsmaßnahme, meist reicht auch einfaches Kreiden. Aber um sich psychologisch besser zu fühlen, bearbeitet man doch meist doch lieber das ganze Leder und ja, fühlt sich danach einfach wohler und sicherer. Natürlich muss er da jetzt mit einer Sicherheit aussteigen, nachdem ihm da das Missgeschick passiert ist, und auch das löst er wunderbar. Also der Fitim Haradinaj hat noch lange nicht aufgegeben. Der kämpft hier wie ein Löwe. Toni sagt die 3 in die Ecke an, auch nur vorsichtshalber, sage ich mal, falls sie wirklich fallen sollte. Jetzt hat der Fee-Team Haradinaj ein offenes Brett. Muss er dann natürlich auch jetzt konsequent wegspielen, damit sich die Mühe auch gelohnt hat. Stellung 4-5 als letztes größeres Problem. Bisschen Links-Effet, das passt wunderbar. Und dann muss er nochmal vorsichtig sein, 8-9, da geht die 9 nur in die rechte Ecktasche. In die linke nicht, da ist die 10 im Weg, eine Kombination 9-10 bietet sich auch nicht wirklich an. Also muss er von der 8-9 dann auf die rechte Seite stellen, exakt. Das muss er eigentlich jetzt schon einplanen, weil genau jetzt braucht er ja die perfekte Stellung auf die 8, um dann später auf die 9 entsprechend stellen zu können. Deswegen heißt es so im Fachjargon eigentlich auch immer, die 7 stellt die 9, die 8 stellt die 10, die 4 stellt die 6, also immer zwei Bälle weiter. Und genau das hat der Fee-Team gut umgesetzt, hat einen schönen Winkel jetzt, um genau auf die rechte Tischhälfte zu kommen. Und jetzt braucht er noch einen leichten Rückläufer, hat einen leichten Winkel, der in Richtung 10 zeigt. Ja, alles gut für den Wolfsburger. 5-4. Tolle Partie gleich um 10 Uhr morgens hier in Darmstadt beim German Tour Finale. Flottes Spiel. Beide spielen sehr, sehr flüssig. Keine großartigen Safe-Schlachten, keine sinnlos verschossenen Bälle, sag ich mal, oder leichtfertig verschossenen Bälle, sondern beide Kontrahenten agieren wirklich gut um die Uhrzeit. Nicht die typische Billardspieler-Uhrzeit. So, hier haben wir McDermott. Präsentiert von Billard Beckmann. Made in USA.
So, die zwei Kugeln hinter der 1 sind die Kugeln, die fallen sollen. Links, die 3 ist gefallen. Erfolgreiches Break. Stellung 1. Sehr delikat. Ist die Frage, ob man da nicht doch besser mit Sicherheit aussteigt oder ob der Wolfsburger Zweitligaspieler die Sache offensiv angeht. Stellung 2 ist natürlich auch noch ein Problem. Ist nicht damit getan, nur die 1, das 1 Eckloch reinzujagen, sondern da muss noch mehr passieren, um die Partie fortsetzen zu können. Wenn das alles mal geschafft ist, dann sieht es gut aus für ihn. Ja, das war ihm dann doch zu gefährlich. Oh, da fällt die Weiße. Das war ihm dann doch zu gefährlich, da direkt in die Ecktasche was zu probieren. Hat ein Einbänder angesagt mit der Option auf Sicherheit, aber hat die Weiße nicht hundertprozentig kontrolliert und die fällt ins Eckloch. Damit jetzt Ball in Hand für Tony Draco. Und wenn ich mir das so anschaue, 2 auf 4, da liegt die 7 noch ein bisschen im Weg. Muss er schauen, dass er das entsprechend gut stellt. Aber wenn er das geschafft hat, sieht es gut aus. 6 scheint in die Ecktasche zu gehen. Die ist als übernächstes dran. Jetzt erstmal 4 auf 5. Wunderbar. Na, ein bisschen zu wenig Winkel, aber immer noch gut, um auf die 6 zu stellen. Na, setzt nochmal ab. Guckt nochmal genau, wo muss er hin mit der Weißen, um entsprechend von 6 auf 7 wieder stellen zu können. Ich denke, da wollte er ein bisschen mehr an die Bande sogar, aber auch das ist in Ordnung. Oh, da macht die Weiße zum Schluss noch einen kleinen Bogen für ihn. Da läuft es noch ein bisschen besser. Ich glaube, der Fitim Haradinaj weiß, dass er hier die Partie wahrscheinlich abgeben wird. Schön konsequent gespielt. Letzter Rückzieher. Und verschossen. Das ist exakt das, was ich gemeint habe, als ich vor 10 Minuten darauf eingegangen bin, dass der Tony Draco immer wieder solche Fehler einstreut. Immer wieder. Unverhoffter Dinge ist Fitim Haradinaj wieder am Tisch. Und Tony weiß ganz genau, hier blüht ihm jetzt ein Hill-Hill-Match. Hill-Hill, also beide sind kurz vor dem letzten entscheidenden Spiel. Im Billard-Jargon heißt das dann on the hill. Und wenn beide on the hill sind, dementsprechend Hill-Hill. Sauber. Starker Ball. Starker Ball. Gibt's auch Applaus. Und das zu Recht. Muss er die Weiße halten für die 10. Ja, das gelingt wunderbar. Und damit prognostiziert von mir gerade eben das 5-5. Und jetzt kommt's, Break für Fitim Haradinaj. Das heißt jetzt sogar ein kleines Plus für ihn. Er hat's in der Hand. Er hat bei 0-0 das Ausstoßen gewonnen und genau das sorgt dafür, dass er bei 5-5, na stimmt nicht, ich bin ja jetzt beim Wechselbreak-Modus gerade, aber bei 5-5 hat er das Break. Wir spielen ja hier im Winner-Break-Modus. Im Wechselbreak-Modus, so wie das zum Beispiel aus dem Tennis bekannt ist, wo abwechselnd aufgeschlagen wird, wäre natürlich dann so ein Gewinn von einem Ausstoßen sehr, sehr hilfreich, wenn es dann Hill-Hill steht, weil dann ist man wieder an der Reihe. Jetzt beim Winner Break spielt es mehr oder minder eine untergeordnete Rolle. Natürlich ist der bevorteilt, der gerade den Anschlusstreffer geschafft hat, weil er darf ja dann wieder anstoßen. So, jetzt hier für den Fitim Haradinaj, der nämlich bei 5-5 jetzt breaken darf. Und dann schauen wir uns mal wieder die zwei Kugeln hinter der 1 an. Beim letzten Break ist die rechte von den beiden Kugeln ins rechte Mittelloch gefallen.
In dem Fall jetzt die 9. Beachten wir mal die 9, die gelb-weiße Kugel. Fällt wieder und rechts auch. Stellung 1. Na, da legt sich die 2 genau in den Weg. Auf den letzten Drücker. Sonst hätte er einen wunderbaren Einstieg gehabt auf die 1. Und da sehen wir ihn. Das ist natürlich für ihn jetzt wirklich ärgerlich, weil er natürlich jetzt nur eine Option hat, nur eine einzige, nämlich ein Push-Out. Und das dürfte jetzt, glaube ich, so der erste sein, den wir sehen in dieser Partie. Dieser Stoß kommt nur direkt nach dem Anstoß zum Tragen, wenn sowas passiert wie jetzt. Der Spieler hat gebreakt, hat angestoßen und natürlich Chaos-Theorie, da kann alles Mögliche passieren. So auch jetzt hier, er sieht die Kugel nicht, er hat was versenkt und sieht die anzuspielende Kugel nicht. Und um genau jetzt zu verhindern, dass er jetzt hier einen Foul macht, weil er über eine Bande nicht die 1 trifft oder so, wurde vor ein paar Jahren die Regeln des Push-Outs eingeführt. Das ist eine Regel, wo man die weiße Kugel hinstoßen kann, wo man möchte. Alles ist quasi erlaubt, außer natürlich die Weiße ins Loch zu spielen, das macht ja auch irgendwie gar keinen Sinn. Aber man kann sie hinschieben, wo man will, oder hinstoßen, das hat er jetzt getan. Und der Tony Drago als sein Gegner darf jetzt entscheiden, übernehme ich die Situation, gefällt mir das, was ich davor finde, oder sage ich lieber, nee, Herr Haradinaj, das ist nichts für mich, spielen Sie mal selbst. Und Tony Drago sagt, das übernehme ich selbst, will ein Safe spielen und das klappt vorne und hinten nicht. Weiterhin Vorteil Haradinaj. Nächstes Ergebnis, Kevin Schiller, Youngster vom BSF Kurfall, 6-0 gegen Ricardo Gutjahr vom BC Feuersee. Duell der Youngster, sorry, glasklar für Schiller. So, und Haradinaj hat eine Bande angesagt mit der Sicherheitsoption. Ich muss jetzt gerade mal was trinken, mein Hals kratzt nach 4 Tagen, muss ich zugeben, es geht dem Ende entgegen für mich. So, bin wieder da. 2 lang ins Eckloch. Schon etwas wackelig, aber erfolgreich. Stellung 4 ist vorhanden. Da muss er jetzt, ist das 4 oder 3? Kann auch die 3 sein. Ja, das ist die 3. Stellung 3. Erfolgreich, aber schwer mit der Kontrolle der Weißen. Gut gelöst. Sehr gut gelöst. Sehen wir hier die totale Wende des Spiels. Es stand 5-2 für Tony Drago. Eieiei, der dritte oder vierte wackelige Ball allein in diesem Rack. Da würde mich mal interessieren, wie der Tony Drago gerade guckt. Er wird nicht begeistert sein, dass der Fitip Haradinaj hier gleich mehrere wackelige Stöße hintereinander macht. Da kann man als Gegner so ein bisschen verzweifeln. Was sehen wir den Tony? Na, der wird jetzt, glaube ich, schon innerlich die Niederlage akzeptiert haben. Das war unnötig. Da hat er die 8 verschossen bei 5-4, der Tony Drago, und muss jetzt dem Fitim Haradinaj gratulieren zum 6-5 Sieg. Etwas überraschend, muss ich zugeben, dann doch zum Schluss, aber nicht unverdient. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich weiß nicht, ob es ein Interview gibt. Im Zweifelsfall sehen wir uns gleich wieder zum Interview. Andernfalls dann auf jeden Fall zum Spiel Rafael Wahl gegen Can Salim. Bis gleich.
Herzlich willkommen hier zum German Tour Finale 2016. Wir haben die Zwischenrunde, es wird 10-mal gespielt und wir haben gerade die erste Partie gesehen. Tony Drago gegen Fitim Haradinaj. Und da hatte Fitim die Partie gedreht und hat mit 6-5 gewonnen. Damit den ersten Punkt, bzw. den ersten Sieg gelandet heute. Und wir spielen ja in Vierergruppen und man benötigt 2 Siege in Folge. Idealerweise, dann ist man Erster in dieser Gruppe. Wir spielen in einer Art Doppel-KO-System. Und da ist der Fitim auf einem guten Weg. Und du hast aber zunächst mal 5-2 zurückgelegen gegen den Tornado. Was geht einem da durch den Kopf? Ja, also 2-5, da habe ich eigentlich im Gedanken schon fast geschenkt. Und dann macht er einen unglaublichen Fehler. Auf die 8, glaube ich, war das. Ja, da habe ich mir gedacht, so jetzt kann es eigentlich nur noch für dich laufen und einen Ball nach dem anderen. Mehr habe ich eigentlich nicht mehr gedacht, also ans Gewinnen eigentlich nicht, nee. Okay. Wurde aber dann trotzdem ziemlich wackelig in der letzten Partie. Da hast du schon ein paar Bälle noch als, wir sagen immer unter Billardspielern, als 3 oder 4 Bänder versenkt. Ja, also ich weiß ja, dass die Tische neu bezogen sind. Und wegen der Beleuchtung, dass da halt alles viel reinrutscht, aber auch die waren halt nicht ganz sauber gespielt. Ne? Ich war sehr nervös, weil wie auch spielt man gegen Tony, ne? Also war schon sehr schön. Ja. Und, ja, sehr nervös, ja. Okay. Du bist jetzt hier beim German Tour Finale, ist ja die Premiere. Was sagst du zu dem Umfeld hier? Wie gefällt's dir? Sehr gut. Also wahrscheinlich das beste Turnier bis jetzt, wo ich jemals gespielt habe, ehrlich gesagt, ja. Ich habe aber auch keine richtig großen Turniere gespielt, mal davon ab. Aber das ist ja gut, wir müssen jetzt nicht den Vergleich zu einer WM oder so ziehen, aber ich glaube ansonsten in Deutschland ganz gut, glaube ich. Ja. Ja, richtig gut. Ja. Apropos gut, da sehen wir jetzt auch noch ein paar richtig gute Spiele. Jetzt als nächstes Rafael Wahl gegen Chan Salim, 2 18-jährige Youngster. Schaut's euch an, gleich geht's los. Bis gleich, danke fürs Interview und viel Glück noch für den weiteren Turnierverlauf. Alles klar, bis gleich.
Herzlich willkommen zurück hier zum German Tour Finale 2016 in Darmstadt im Chaplin's Bowling. Wir sind in der Zwischenrunde. Gespielt wird 10 Ball auf 6 Gewinnspiele. Immer in kleinen Vierergruppen und dort im Doppel-K.O.-System. Das heißt, wer zweimal in Folge verliert, ist Vierter in der Gruppe. Wer zweimal in Folge gewinnt, ist Erster. Und die beiden anderen, die zu dem Zeitpunkt 1-1 stehen, spielen quasi um Platz 2 und 3. Der Zweitplatzierte ist durch in die Endrunde. Der Drittplatzierte hat heute Abend um 21:30 nochmal ein Playoff zu bestreiten, wo die ganzen Drittplatzierten gegeneinander spielen. Beziehungsweise im Einfach-K.O. Nicht jeder gegen jeden, sondern im Einfach-K.O. spielen. Und dort noch einen weiteren Startplatz ermitteln für die morgige Endrunde. So, dann haben wir jetzt hier ein Duell der Youngster. Raphael Wahl am Tisch gegen Chan Salim. Ich hatte es bereits vorhin angekündigt. Zwei Hochkaräter, beide 18 Jahre alt. Einmal der Raphael Wahl, deutscher Meister, 9-Ball 2015 bei den Herren. Mehrfacher Jugendeuropameister. Hat beim Jugend-Mosconi Cup, der Kontinentalvergleich Europa gegen USA, mitgespielt und einige Punkte für Europa gesammelt. Ihm gegenüber steht Chan Salim, ebenfalls deutscher Jugendmeister, Europameister, mit der Mannschaft zumindest, denke ich mal, war er es im Einzel nicht. Und ja, jüngst Neckarsulm, das große Weihnachtsturnier, gewonnen, 256 Starter und am Ende war er ganz oben. Also, hier erwartet uns ein Spitzenspiel und apropos Spitze, Spitze ist auch unser Co-Kommentator. Nein, nicht Ralf Eckert, der spielt nämlich noch gerade, sondern wir haben hier zu Gast wieder den 10-jährigen Ricardo, der mich wieder mal gefragt hat, ob er mitkommentieren darf. Und wir haben gesagt, er hat so schönes Feedback bekommen. Natürlich darf er weiter mitkommentieren. Guten Morgen, Ricky. Guten Morgen erstmal. Wie geht's denn? Eigentlich ganz gut, nur sehr müde. Ich bin schon sehr früh aufgestanden und habe den Raphael vom Hotel abgeholt. Aha, du selbst? Ja, mit meiner Mutter. Na, also. Und wie geht's dir? Schlecht geschlafen. Meine Stimme versagt etwas und ich komme selbst über die Nacht nicht aus dem Kommentiermodus raus. Das ist schon jede Menge Verarbeitung, was da über Nacht stattfindet im Gehirn. Und ich habe heute Nacht, glaube ich, 3 Stunden geschlafen und den Rest des Abends oder der Nacht gehustet. Aber dafür geht es mir eigentlich jetzt eigentlich ganz gut. Der große Einbruch kommt noch. Aber dann haben wir hoffentlich den Ralf Eckert wieder zurück, der gerade im Moment selbst spielt. Und dann mich mal ablösen kann. Aber derweil sind wir 2 Jahre zusammen unterwegs. Für diejenigen, die dich nicht kennen, stell dich mal kurz vor, wie lange spielst du denn Billard und wo spielst du Billard? Also ich spiele hier beim BSC Darmstadt im Chaplin 2 Jahre. Jetzt bin 10 Jahre alt, heiße Ricardo und spiele noch Fußball. Fußball spielst du auch noch? Siehst du, das hat man noch gar nicht als Thema. Aber doch nicht bei den Lilien hier, oder? Ich wollte erst, aber dann werde es in meine Billardtrainingszeiten fallen. Also ich könnte dort spielen, aber ich wollte Billard weitermachen. Bei welchem Verein spielst du? Rot-Weiß Darmstadt. Rot-Weiß. Und außerdem spiele ich schon 6 Jahre bei Rot-Weiß und dann hängt auch irgendwie das Herz. Oh, jetzt sagst du aber was. Na, Hauptsache, du spielst nicht bei Lilien. Wieso? Bist du Frankfurt-Fan? Ich bitte dich. Gut. Natürlich nicht. Das ist gut. Was für ein Fan dann? Jetzt kommt das. Guck auf mein Auto, auf den Aufkleber. Was fährst du für ein Auto, dann guck ich. Ein Audi A1. Ich bin vermutlich der Einzige mit einem Freisinger Kennzeichen, der einen Kickers Offenbach auf der Welt drauf hat. Oh Gott. Ich rück mal ein Stück rüber, lieber. Ja, genau. Ich wollte mich auch gerade von dir ein bisschen entfernen. Ich glaube, wir konzentrieren uns auf Poolbillard. Ja, ist besser.
So, der Can Salim am Tisch. Und mit einer ja, leichten Partie zum 1-0. So, sicher runtergespielt, wie sich das so gehört, sicher und sachlich. Guter Auftakt für Can Salim. Am Nebentisch sehe ich gerade übrigens im Stream 2 zwei Spieler aus Bad Saulgau, ausgerechnet in dieser Vierergruppe. Da haben wir 124 Leute am Start mit 62. Stimmt das? Ne, 31 Vierergruppen. Und ausgerechnet in einer Vierergruppe Thomas Dussos und Steffen Groß im zweiten Stream live zu sehen, ohne Kommentar. Aber ich weiß, da gibt es eine recht große Gemeinde in Bad Saulgau, die alle dick und fett zusammenhalten. Unter anderem der Franz Frauenhofer, der auch hier den Blue White Ball, Billard TV Channel unterstützt, glaube ich, doch mit der einen oder anderen Euro. Oh, ne, der Bernd schüttelt den Kopf. Ich dachte, da gäbe es auch eine kleine Zusammenarbeit. Das war mal da, also gab es auch mal eine Unterstützung. Ich täusche mich doch dabei sowas nicht. Und ja, die halten da zusammen wie Pech und Schwefel, das ist auch gut so. Und die schauen jetzt, denke ich mal, alle im zweiten Stream zu. So, wie war's, Brick? Ricky? Eigentlich gut, ist was gefallen und er kann gut weiterspielen. Und die Partie ist offen. Denke ich auch. Hm? Gute Chance, um auf 2-0 zu erhöhen. Schwierigkeit vielleicht 5-6. Aber auch nur bedingt. Ist eigentlich alles schön offen. 2-4 jetzt. Unterhalb der 8 muss er rauskommen. Bisschen Rechtsefe. Über die kurze Bande an die lange Bande. Rechtsefe, kurze Bande, lange Bande. Und schon ist die Stellung da. Dann können wir mal Ergebnisse studieren. Für alle, die im Livestream zuschauen und gerne den Livestream weiter verfolgen, habe ich doch für euch dann mal ein paar Ergebnisse der. Holger Gries, Christian Reimering, beide gewonnen, spielen jetzt gegeneinander. Wer gewinnt, ist durch. Beide haben gewonnen. Ja. Der Holger hat es also noch gedreht. Ja, siehst du, den Holger kennst du wahrscheinlich. Er ist ja auch ein hessischer Spieler, du kommst auch aus Hessen. Dann haben wir den Jörn Kaplan, der letztendlich gegen den Heiko Müller nach 2-1 Rückstand doch noch 6-2 gewinnt. Und der spielt jetzt gegen Christian Brehme, führt da auch schon wieder 3-1. Dann haben wir den Rolf Alex, der in den 80ern, Anfang 90er beim PwC Karlsruhe in der ersten Liga gespielt hat und mit dem PwC Karlsruhe doch einige deutsche Meistertitel gefeiert hat, meine ich. Und da war auch mal der Holger Gries auch mit im Team. Da schließt sich wieder der Kreis. Der hat auch gewonnen gegen den Youngster Taifun Teber, spielt nun gegen Mike Grützner aus Wolfsburg. Natürlich noch nicht fertig, wie sollte es anders sein, ist Thomas Schlegelmilch, der sehr, 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 sehr langsam spielt und auch hier nur 4-2 erst führt gegen Octay Pirot und somit jetzt schon zum Zeitplansprenger wird. Michael Götz derweil sicherer Sieg gegen Dietmar Pitz, genauso wie Thomas Lüttich gegen Dirk Müller, die beiden treffen jetzt aufeinander. Gewinner auf der Gewinnerseite, Verlierer auf der Verliererseite. Günter Geisen setzt sich noch durch gegen Igor Botlovic. Da lag er auch lang zurück und spielt jetzt gegen Florian Hammer.
André Obst spielt auch noch sein Hauptrundenmatch gegen Michael Haag, 5-4. Genauso Ralf Eckert spielt auch noch gegen Thomas Strogarik, 4-4. Das würden wir jetzt auch gern sehen. Und derweil ist der Charm, wie wir es vermutet haben, auf dem richtig guten Weg, die offene Partie auch dann entsprechend auszumachen und 2-0 in Führung zu gehen. Dann sehen wir ja hier im Nebenstream, haben wir schon gesagt, Thomas Dussos gegen Steffen Groß. Da gab es ja durchaus zwei überraschend klare Siege in der Hauptrunde. Der Thomas Dussos schlägt den Jakob Belker 6-1. Und der Steffen Groß seinerseits den Kamine Nanula 6-1. Das sind schon deutliche und auch in der Höhe überraschende Ergebnisse. Ansonsten haben wir vieles von dem gesehen schon hier auf dem Stream, beziehungsweise ich habe es erwähnt. Und dann geht es schon Richtung 13.30 Uhr. Die Jungs starten dann sicherlich pünktlich. Da haben wir unter anderem Tobias Heuss, den wir dann sehen, den Thomas Dann, Sascha Jülichmanns, Andreas Roschkowski, Ivo Arz, Antonio Benvenuto, Philipp Stojanovic, oh, Sebastian Stab steigt ein ins Turnier, Marco Spitzki, Stefan Nölle, also da haben wir das Who's Who aus Deutschland. Bleibt dran, am besten den ganzen Tag bis zum mittleren Ende. In Darmstadt geht's rund, gell? Ricky, ja. Hier geht's rund, hier boxt der Papst im Kettenhemd. Na, schauen wir mal aufs Break. Was soll fallen, Ricky? Vielleicht die 8 oder die 4 Mitteltasche. Ja. Oder 9-4 Banden. Beides verfehlt. Fällt auch sonst nichts. Damit Chance für Rafael Wahl. Hat jetzt keinen direkten Ball. Muss entweder eine Sicherheit sich ausdenken oder die Kombination 1-3. Was macht so ein Youngster wie du da, Ricky? Also ich würde eher auf safe gehen, weil der Kombi, vielleicht auch der Kombi. Ich würde es mir, der Kombi eher. Ja. Aber die geht, glaube ich, sogar direkt, oder? Meinst du, die geht noch vorbei? Wenn sie natürlich vorbeigeht, dann direkt, ganz klar. Ja. Und ansonsten der Kombi. Müssen wir uns mal anschauen. Ja. Hast du gut gesehen, ging noch direkt vorbei und passt auch von der Stellung her. Na, dann können wir uns mal das ganze Bild anschauen. So, Analyse des restlichen Brettes. Sehen wir noch Schwierigkeiten, Ricky? Jetzt ein bisschen die Stellung 4, die gilt ja nicht Mitteltasche. Und die 6 ein bisschen. Ja, er stellt aber schon auf die Mitteltasche, nämlich den Kombi. Das kann man auch machen. Aber dann hast du richtig erkannt, 5 auf 6, ja, weil die 6 geht nicht an der 7 vorbei. Kombination 6-7 macht keinen Sinn, die ist zu gefährlich. Also versucht man dann natürlich eine andere Tasche für die 6 zu finden. Jetzt geht es aber erstmal darum, Kombination 4-9 mit Stellung 4, was eigentlich kein größeres Problem ist, weil die 4 nämlich eigentlich weiterlaufen sollte. Da hat er aber die 9 zu frontal getroffen und dadurch hat die 4 an Tempo verloren. Wenn er die 9 etwas dünner trifft, läuft die 4 entsprechend länger an der langen Bande entlang und die Stellung wäre perfekt gewesen. Also es lag jetzt mehr oder minder am Treffpunkt der 4 an der 9, dass er jetzt hier keine Stellung vorfindet. Das sind so Nuancen, die dann entscheidend sind fürs Fortsetzen der Aufnahme. Und er muss dann hier mit einer Sicherheit aussteigen. Oder? Geht das an? Hoho, er geht's an und scheitert. Hat aber
Das Glück des Tüchtigen, es bleibt zumindest nichts direkt Spielbares liegen. Vielleicht geht der Einbänder. Im Zweifelsfall auf jeden Fall eine Sicherheit. Da bietet sich die 7 an, hinter der man die Weiße verstecken kann. Und das macht er auch, ja. Falls ihr irgendwelches Fiepen gerade hört, Rückkopplung etc., ein bisschen Funkstörung. Hier sind natürlich extrem viele Handys unterwegs. Wir versuchen gerade schon, das zu ermitteln. Mein Handy wurde mir auch entrissen. Obwohl es sich in den letzten 4 Tagen erwiesen hat, dass mein Handy nicht schuld ist. Ich hoffe, dass ich es zurückbekomme. Ich glaube auch, dass die Rückkopplung noch besteht, denn ich sehe hier direkt hektisches Treiben. Also bin ich guter Dinge, dass mein Handy doch wieder zu mir zurückkommt. Ich krieg ja schließlich jede Menge Nachrichten. Ricky, kriegst du auch welche? Hast du ein Handy? Ich habe ein Handy, aber gerade nicht dabei. Sehr gut. Das also du liegt bist bei meinem Vater. Du bist schon mal nicht. Ja. Da sieht man auch Raphael, seine Mutter. Kommt er da hinter die 8? Nee, ich denke nicht. Aus dem Winkel jetzt. Schwer einzuschätzen, aber ich denke mal. Siehst du, du kriegst dein Handy wieder zurück. Ja, das ist aber sehr nett. Aber wir sind wahrscheinlich noch auf der Suche nach der Fehlerquelle. Ja, Bernd Schmutz aus der Regie gibt Zeichen, dass alles okay ist soweit. Dann können wir uns aufs Spiel konzentrieren. Also, Sicherheit. Nicht geglückt. Schwere 4. Schwere Stellung auf die 9. Stark versenkt. Stellung passt. Ist auch jetzt nötig, dass der Raphael Wahlmer sich ins Spiel bringt. Auch in Zahlen ausgedrückt. Weil wenn er nicht gewinnt, dann muss er doch noch den Drittplatzierten spielen, oder? Ja, genau, dann muss er gegen... Er hat ja, es ist quasi die 2 Gewinner der Auftaktpartie. Also die Auftaktpartien haben beide gewonnen. Und der Gewinner ist jetzt Erster. Und damit durch in die Endrunde. Und der Verlierer muss wiederum gegen den Gewinner aus der Verliererpartie spielen. Gibt ja jetzt auch 2 Verlierer. Ja, die 2 Verlierer sind einmal den, gegen den der Raphael gespielt hat, und noch ein Freilos. Nee. Doch, weil was? Der Spieler ist nicht gekommen. Nein. Also irgendwie nicht, einfach nicht zur Partie entschieden. Na, da gibt's ja dann. Und deswegen. Da steht der Gegner ja quasi schon fest, wenn die 2 hier verlieren. Wenn einer ist verliert. Ist das der Nico Seidler gewesen oder wer war das? Muss man mal nachschauen. Kann. Mal einen Blick auf die Auslosung werfen, wenn man es mal finden würde. Ralf Eckert hat zwischenzeitlich gewonnen, sehe ich gerade. Da. Christian Prager oder Markus Schöniger? Nee. Christoph Prager. Christian Prager. Der ist nicht gekommen? Gibt's doch nicht. Da sieht man auch das. Ja, da hat der Markus Schöniger auch schon wieder 6-0 gewonnen. Das ist nicht ein bisschen unverständlich, dass mir zur Zwischenrunde nicht erscheint. Kann euch nur Krankheit sein. Oder sehr wichtiger Termin. Ganz wichtiger Termin. Beerdigung, naja. Oder Geburtstag oder sowas. Ja. Aber wollen wir nicht so schlimme Themen ansprechen. Wie Geburtstag oder so. Genau. Lieber Beerdigung, weißt du. Beerdigung. Bist du schon in der Midlife-Crisis? Hast du schon eine Krise, weil du schon so alt bist? 10 Jahre alt. Dann mag man keine Geburtstage mehr. Nee, Geburtstage sind cool. Sind doch cool, da sag ich doch. In dem Alter auf jeden Fall.
Na gut, also da ist der Christian Prager nicht erschienen. Dadurch steht jetzt quasi schon fest, dass der Verlierer aus der Partie gegen den Markus Schöniger aus Wiesbaden antritt. Das ist für beide eine absolut machbare Aufgabe. Also weder der Raphael noch der Can muss sich hier grämen, wenn er verliert. Mit dem Markus Schöniger haben sie dann einen Gegner, den sie eigentlich beide schlagen müssen. Das muss man einfach mal so sagen, ohne jetzt despektierlich gegenüber dem Markus Schöniger zu sein. Ich kenne den Markus schon lange, ist ein feiner Kerl, kann auch Billard spielen, aber Raphael und Can sind halt dann noch einfach nochmal eine andere Liga. Und das ist halt einfach so und das weiß der Markus auch. Der wird natürlich sein Bestes geben, aber Favoriten sind Raphael und Can. Der Christian Prager wiederum hätte durchaus da mitsprechen können. Auch Bundesliga gespielt in Wuppertal. Der kann schon richtig gut spielen und wäre eine echte Konkurrenz. Deswegen umso mehr bedauere ich es, dass er jetzt nicht da ist. Dann hätten wir hier noch einen schönen 3 mit dem Schmarkus dann einen schönen Vierkampf erlebt in der Gruppe. Aber, na gut, es gibt ja noch genug andere Gruppen, die bärenstark besetzt sind. So ist ja nicht. Der Jörn Kaplan zum Beispiel gegen Christian Brehme 4-2 jetzt vorne. Christian Reimering, Holger Gries 2-0 vorne. Für wen nochmal Christian Reimering führt? Ja, ja, für 2-0 gegen Holger. Du bist natürlich für den Holger, hm? Ja. Der spielt ja auch in Karben. Kapitän vom Raphael. Ja, genau, Mannschaftskapitän. Die spielen zusammen in der zweiten Bundesliga. Derweil nichts gefallen bei Raphael. Jetzt hier Chance für Can Salem in die Partie einzusteigen. Schwere 1, Stellung 2. Ne, da hat er sich selbst gesaved. Gut aus der eigenen Sicherheit entkommen, aber naja, nichts Spielbares auch hinterlassen, aber gute Möglichkeit für Raphael Wahl, da eine Sicherheit draus. Na, eine Sicherheit draus basteln. Da gibt es eigentlich keinen offensiven Weg. Du hast jetzt gemeint quasi die Weise abtropfen lassen von der 2 und die 10 ins Eckloch. Genau. Das wäre die jugendliche offensive Variante. Genau. Aber da gibt es auch noch defensive Varianten und ich glaube, die schaut sich der Raphael jetzt mal an. Sieht nicht besonders glücklich aus im Moment, aber vielleicht kommt noch der Geistesblitz. In der zweiten Reihe sieht man übrigens auch, oberhalb der roten Jacke quasi Astrid Wahl, die Mutter von Raphael. Haut sie da etwa Fingernägel? Und unterhalb ihr ist meine rote Jacke. Ach, das ist deine rote Jacke? Ja. Er ist einfach so dahin geworfen. Ja. Der sagt die 10 an. Das kann sein, ne? Sag ich doch, jugendlicher Offensivdrang. Ne? Das war auch wirklich schon ein richtig schwerer Ball. 2 geht durch, muss aber übergreifen über die 6, das macht's schwer. Vorteil für Can, er muss nicht großartig auf eine Stellung achten, die kommt eigentlich von selbst. Die 2 reinrollen würde quasi reichen, um Fortsetzung zu haben auf die 3. Thank you.
Sehr schön. Gut gelöst. Heute kommen ja auch Francesco Bustamante und Efren Reyes hierher. Ja, die sehen wir auch noch. Efren Reyes steht ganz unten im Tableau. Letzte Partie sozusagen. Und zwar gibt es noch einen Touch-Wildcard vom Veranstalter quasi, die noch zu vergeben ist. Ist noch nicht eingetragen, vielleicht ist sie schon vergeben. Ach so, der dann direkt in die Finalrunde kommt. Genau, da gibt es nämlich ist noch einen Platz vorgesehen, hat sich die Touch als Veranstalter einen Platz gesichert. Dass mal gucken, dann vielleicht spiele ich halt. Oder Earl Strickland, aber der ist nicht da. Das ist schade. Dann wird es schon eng, ja. Aber also trotzdem quasi, wenn ich nicht spiele und der Earl nicht spielt, wer soll denn dann spielen? Shane van Boning. Ach so, jetzt stimmt's. Ja. Wo du recht hast, hast du recht. Es lohnt sich auf jeden Fall am Sonntag vorbeizukommen. Da sind wirklich viele, viele gute Spieler hier. Wer nicht zu weit weg wohnt, der kann auf jeden Fall hier vorbeischauen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mit wahrscheinlich noch einem Efren Reyes und einem Francesco Bustamante. Na, hoffen wir mal das Beste, ha? Dass ja wir die zwei Jungs auch morgen noch sehen. 10 Mal können die auf jeden Fall. Joshua Filler war ja auch direkt für die. Ja. Genau, der ist als einziger für die letzten 64 direkt qualifiziert, weil er nämlich der German Tour Ranglistenerste ist. Und das muss natürlich auch belohnt werden, wenn man das ganze Jahr so tolle Leistungen bringt. Wir haben wohl immer noch eine Rückkopplung, haben aber eigentlich nichts verändert, im Gegensatz zu gestern. Wunder der Technik. Und damit jetzt wahrscheinlich das 3-1 mit dieser perfekten Stellung. Davon gehen wir mal aus, ja, genau, 3-1. Den halben Weg hat der Can Salim schon absolviert. Es geht auf 6 Gewinnspiele. Bei Winner Break kann aber immer noch was passieren. Na klar, dicke, auch bei Wechselbreak. Hier ist noch nichts passiert, noch nichts großartig entschieden. Ja. Nichts gefallen, ne? Mm-mm. Hab gerade mal wieder Ergebnisse studiert, jetzt speziell bei den Frauen, die heute Morgen das Turnier eröffnet haben. Insgesamt
39 Spielerinnen waren es dann letztendlich. Geplant waren ja eigentlich 60, wenn mich nicht alles täuscht. Die spielen im K60, in der Casinostraße 60 in Darmstadt. Dort wird gespielt in 9 Vierergruppen und eine Dreier. Und ja, wir haben ja heute Abend um 21.30 Uhr die Runde der letzten 32 und die wollten wir natürlich auch aufrechterhalten. Also gab zwar Stimmen, die gesagt haben, komm, lass uns gleich direkt bis letzte 16 runterspielen heute. Aber wir haben heute Abend die Runde geplant, so ist es auch kommuniziert gegenüber Sport Deutschland TV, wo wir auch übertragen. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir natürlich auch diese Runde spielen, um sie auch dann den Zuschauern zu zeigen. Das heißt, es kommen 3 von den 4 Mädels aus der Gruppe weiter, respektive in der einen Gruppe haben wir nur 3 Mädels, die spielen dann mehr oder minder nur zum Spaß. Aber ansonsten scheiden nur 9 Damen aus. 30 kommen weiter. Einmal kommt noch die Kiki Grimm als Ranglistenerste 2015 noch dazu und dann sogar noch eine Touch Wildcard, also da wird noch eine, die vierte wird sogar auch noch durchrutschen. Mal aus dem Hut zaubern werden wir jetzt keine Spielerin mehr, aber da wird noch eine der Viertplatzierten, wahrscheinlich wird es sich nicht vermeiden lassen, dass eine Spielerin vielleicht mit einem Sieg ausscheidet, werden andere mit 0-3 dastehen werden und dann werden wir natürlich gucken, dass die Spielerin, die 1-2 hat, entsprechend noch Lucky Loser ist. Und wenn ich hier die Ergebnisse mal studiere, überrascht mich doch sehr, dass Jasmin Michel gegen Sandra Höll, die ich nicht kenne, 5-1 verloren hat. Ina Kaplan wird ihre Favoritenrolle ansonsten gerecht. Martine Christiansen gewinnt. Monia Kilon gewinnt, Christine Lachenmann, das sind so die Ergebnisse, die man erwartet hat. Melanie Süßengut ist gleich vorne mit dabei mit einem 5-0. Anke Liepel, Dana Stoll, das ist alles. Ja, überraschend ist noch, Christina Schneider verliert gegen Jini Kappar aus der Schweiz 4-5. Auch nicht unbedingt erwartet, genauso wenig wie die Niederlage von Christina. Also schon ein paar Überraschungen, ein paar Standardergebnisse bei den Frauen. Lohnt sich auf jeden Fall, das noch weiter zu verfolgen oder auch mal im K60 vorbeizuschauen, wer hier im hessischen, südhessischen oder auch im baden-württembergischen zu Hause ist. Der Weg ist nicht weit. Auch von Bayern, von Aschaffenburg rundherum ist es höchstens 50, 60 Kilometer. Also kommt mal vorbei nach Darmstadt, entweder ins K60, wo die Frauen spielen, oder hier zu den Herren bzw. dem offenen Feld. Da werden heute Abend um 17 Uhr auch noch ein paar Frauen spielen, nämlich die Christina Schagan, die Ina Kaplan, die Tina Vogelmann, die Christine Lachenmann. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Die alle. Die Christina Grimm ist ausgeschieden. Aber die anderen, die ich genannt habe, die haben sich alle qualifiziert, auch im offenen Feld für die Zwischenrunde. Die spielen nachher um 17 Uhr, 17.30 Uhr. Also noch ein weiterer Beweis, die Frauen können mithalten. Melanie Süßengut ist leider ausgeschieden, da war es ganz, ganz, ganz knapp. Die sehen wir nicht mehr im offenen Feld. Währenddessen hat der Raphael sich hier ein Ei gelegt, sag ich mal. Die Stellung 9 war nun wirklich nicht so geplant. Er rettet das mit einem Einbänder. Ist nur fraglich, ob er was davon hat, weil die 10 ist natürlich jetzt extrem schwer. Und er weiß, er muss sie treffen. Er liegt 1-3 hinten, 1-4 kann er sich nicht erlauben. Stark. Mit einer Selbstverständlichkeit versenkt. Da gibt es auch Applaus. 2-3 und eigenes Break. Der Herr Eckert kommt auch vorbei, hat seine erste Partie 6-4 gewonnen, tat sich aber ein bisschen schwer und sein Blick sagt nichts aus. Er ist wieder Dr. Cool, der James Bond des Billards. Lässt sich nichts anmerken. Pokerface.
Ab heute haben wir übrigens auch Schiedsrichter an den TV-Tischen. Und ein paar Area-Schiedsrichter sind auch noch unterwegs, die dann mehrere Tische gleichzeitig beobachten. Möglich macht das zum einen die Deutsche Billardunion, die hier einen Kader geschickt hat, der gestern schon aktiv war, und der Hessische Poolbillardverband, der ja, die Veranstaltung nutzt, um ja, einen Schiedsrichterkader ins Leben zu rufen und diesen auch dann hier entsprechend auszubilden. Das sind alles Leute, die schon eine Vorausbildung genossen haben und jetzt hier einen ersten aktiven Einsatz haben. Die haben auch bei der Jugendhessenmeisterschaft geschiezt. Genau, bei der Jugendhessenmeisterschaft war sie auch. Francesco Bustamante, der am 4. Januar in Darmstadt im K60 stattgefunden hat. Da waren auch die hessischen Schiedsrichter schon im Einsatz. Einen haben wir vorhin auch schon gesehen, im Match zuvor von Tony Drago. Jetzt sehen wir hier den Thomas Bolten aus dem DBU-Kader, der schon viele Jahre auf dem Buckel hat in Sachen Schiedsrichter. Dementsprechend erfahren ist. Großartige Schussfehler haben wir, glaube ich, in dem Match noch nicht gesehen. Nur Saves und Breaks, an denen, bei denen nichts gefallen ist. Und als gerade eben das Break wurde, und als gerade eben das Break vom Raphael, wo die Weiße genau, da ist die Weiße vom Tisch geflogen und brachte den Can Salim zurück ins Spiel und hat ihn dann hier in die Lage versetzt, das 4-2 markieren zu können. Hat aber jetzt hier sich einen sehr, sehr geraden Ball eingestellt und benötigt einen Rückläufer über nahezu den ganzen Tisch. Also er muss zumindest bis dahin zurückkommen, wo die Weiße jetzt liegt. Sonst sieht er die 6 nicht. Technisch schon anspruchsvoller. Also. Spielt mit offener Brücke. Ist eigentlich immer die geschlossene, so für so einen Ball zu bevorzugen. Es sei denn, man hat halt eben wirklich ein technisch perfekten Stoß. Ansonsten empfiehlt sich bei sowas doch eher die geschlossene Brücke. So wie jetzt auch zum Beispiel. Überraschend, dass er jetzt gerade für den Stoß da wieder so macht. Also das ist gut. Der Erfolg gibt ihm ja letztendlich unterm Strich recht. Ich meine, er hätte falschen Winkel, oder? Zeigt ein bisschen nach links, Richtung kurze Bande. Aber das ist auch zu lösen dann quasi. Kann er abtropfen lassen, kurze Bande, lange Bande. Oder ihn noch halten. Kann er sogar noch halten. Das ist wahrscheinlich dann das 4-2. Ja. Das wird sich der Can Salim nicht mehr nehmen lassen. So ist es. Perfekte Stellung. Gerade aufs Eckloch. Und da haben wir das 4-2. Hat der John aus seinem Break schon einen Fehler gemacht? Ich glaube nicht. Kann mich nicht erinnern. Wie gesagt, Schussfehler haben wir noch ganz wenige gesehen.
brauchst du so groß. Da gibt es jetzt das erste Problem für Can. 1 auf 2. Die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, dann die 1 anzugehen, weil die Stellung auf 2 nicht möglich ist. Wäre es angebracht, schon direkt bei der 1 zu sagen, okay, ich spiele jetzt schon Sicherheit. Zumindest optional. Und das hat er sich auch so überlegt. Wollte dahinter die 10, hat nicht funktioniert, aber einen langen Ball hinterlassen. Mit entsprechender, ja, genau das. Na, da haben wir jetzt eine Rückkopplung, die habe ich sogar gehört. Obwohl ich hier eigentlich meine eigene Stimme nicht höre, aber hier war es jetzt gerade so laut, dass selbst ich es gehört habe. Ja, das Problem ist ermittelt. Wir haben hier so mehrere WLAN-Router mittlerweile im Einsatz, damit hier auch immer sichergestellt ist, dass wir Verbindung haben beim Netzwerk hier für unsere Anzeigetafeln etc. Und ja, da gab es eine Störung, aber daran wird jetzt gearbeitet und ich hoffe, es wird sich dann auch bald regulieren. Vielleicht. Wir haben uns gerade selber gehört und das klang nicht sehr schön. Was? Meine Stimme ist super. Ja, aber das mit dem... Ja. Genau, wir haben es auch jetzt immer noch. Ja, da ist aber noch eine fette Rückkopplung drauf. Gut, immerhin, wir haben es erkannt. Und jetzt wird dran gearbeitet. Ich hoffe, dass wir das bald behoben haben. Sorry dafür. Schön gelöst. Mhm. Und die 3 fällt sogar noch in die Mitteltasche. Ja. Konnte nicht besser laufen. So, jetzt 2 ins Eckloch. Weiße idealerweise ein bisschen pendeln lassen und 4 ins selbe. Oder die Weiße halten. Eins von beiden. Er hält sie, oder? Ja, er hält die Weiße. Nimmt da auch dankend in Kauf, dass die Löcher heute sehr freudig sind im Empfangen von Kugeln. Die muss dir jetzt nicht zwingend fallen eigentlich, aber hier fällt sie. Taschen sind doch sehr, sehr groß bei den Tischen, den Brunswick-Tischen. Und sonst haben wir manchmal Tisch. Sonst haben wir einen Tisch unten, da fallen nicht mal 2 Kugeln gleichzeitig. Also nebeneinander meinst du? Mhm. Ja, das ist ja auch in Ordnung so. Hier sind es glaube ich 2 Kugeln und noch immer noch 1 Zentimeter. Das ist halt doch ein bisschen viel. Kommt natürlich den Billardspielern entgegen, freut man sich natürlich. So, und das wird wahrscheinlich 5-2, yep. So ist es. Hier kommt gerade Tony Drago. Tony Drago kommt und kennt natürlich auch schon den Ricky. Ich glaube, Ricky ist der nächste Superstar. Kann sein. Kann sein! Man kann auf jeden Fall sehen, dass gerade Uwe Kaiser gegen Christian Brehme spielt und der Gewinner kommt dann gegen Jörn Kaplan. Nein, das ist falsch. Oder?
Der Jörn ist bereits qualifiziert. Ach so, stimmt. Und der Gewinner von den beiden ist auch direkt qualifiziert und der Verlierer muss dann nochmal so ein Playoff spielen, genau, oder? Richtig. Genau, also da haben wir jetzt hier mit dem Jörn Kaplan den ersten Qualifikanten für die Endrunde. Und damit, ja, hat er schon mal das Soll erfüllt, in die Finalrunde zu kommen. Und da habe ich ja schon vor 2-3 Tagen gesagt, im Achtball ist der Jörn eine Rakete und ist der Mann, den man schlagen muss, wenn man das Turnier hier gewinnen will. Ansonsten gewinnt er es halt einfach selbst. Weil beim Achtball ist es auch erst recht bei den Riesentaschen dann so, auf dem Niveau dann, weil das ist ja dann schon Finalrunde und da sind dann eigentlich nur noch Gute da, dass die dann auch gerne mal öfters an ausschießen hintereinander, wenn das Break gut kommt. Genau, da kann es im Falle vom Jörn sein, dass er auch mal den ganzen Satz durchschießt. Das habe ich alles schon gesehen von ihm. Ich kann mich da noch an die deutsche Meisterschaft erinnern, als er als Titelverteidiger angereist ist, verliert das erste Spiel und in der Verliererrunde dann gleich mal 7 an aus. Aus lauter Frust. In 20 also Minuten gefühlt. Dann hätte ich auch gern öfters mal Frust. Wenn es so gut läuft, ja. So, der Nico Seidler scheint aber auch nicht da zu sein, wenn ich das hier so sehe. Der hat auch schon in der Verliererrunde gerade wieder 6-0 verloren. Das geht nicht so schnell. Also Nico Seidler und Christian Prager nicht da. Und wenn ich mir gerade das so überlege, könnte ich fast denken, die sind zusammengefahren. Die kommen, glaube ich, aus derselben Ecke. Muss ich mich mal erkundigen, was da passiert ist. Dann kann ich das später nochmal sagen. Währenddessen ist der Oliver Bayer als Lokalmatador ausgeschieden. 6-2 gegen Igor Botlovic. Er ist komplett verloren. Ausgeschieden. Er ist jetzt raus. Aus Nein, mein Mannschaftskollege. Nimmt's mir nicht übel. Aber mein Mannschaft. Musst du schon parteiisch sein, ja, oder? Ja. Ein bisschen. Ist auch richtig so. Ah, scheiße. Wir haben jetzt gar keinen mehr drin. Und er hatte gute Chancen eigentlich. Ja, ist eigentlich kein schlechter Spieler, aber die anderen sind auch nicht schlecht. Die sind auch nicht so schlecht, genau. Ich gucke jetzt gerade mal, wo eigentlich der Francesco Bustamante ist, gegen wen der spielt. Und ich scroll und scroll und scroll und scroll und finde ihn irgendwie nicht. Nick Vandenberg spielt gegen... Ich bin jetzt gerade nur fixiert auf einen und selbst den finde ich nicht. Okay. Wo ist er denn? Filipino. Maybe I'm blind. Da, gegen Jan Herz, der müsste aus Pinneberg stammen. Und dann ist in dem Quartett noch drin der Marc Glatz aus, mittlerweile Luxemburg, eigentlich ein Deutscher, der aber schon seit gut 20 Jahren in Luxemburg lebt und mittlerweile auch für Luxemburg international startet. Und Erik Soltau, der hier für meine Begriffe kurioserweise die spanische Flagge hat, der aber... Nur ein Deutscher in dem Quartett. Ja, ich weiß nicht. Also für mich ist Erik Soltau ein Deutscher, aber es kann auch sein, dass er eine spanische Staatsbürgerschaft hat, was ich bisher nicht wusste. Der spielt in Babelsberg. Und das war es dann wahrscheinlich. Ja, währenddessen ist die Partie beendet. Can Salim, einwandfreie Vorstellung. Da hatte der sicherlich zu Hause viel Spaß dran. Raphael Wahl hat auch nicht viele Fehler gemacht, ist halt an seinem Break gescheitert. Da kam nicht viel und hat öfter mal den Schaden an den Tisch lassen müssen, ungewollt. Und der hat das eiskalt ausgenutzt und qualifiziert sich somit ebenso für die Finalrunde im Achtball. Wir wünschen ihm noch viel Glück, oder? Na klar, wir wünschen jedem Glück, ganz klar. Vielleicht haben wir noch ein kurzes Interview und dann geht's weiter im nächsten Match. Danke, Ricky, soweit. Bitte, bitte. Für deine Zeit und wir hören uns. Bis dann. Ja, ciao.